Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Farmers Dynasty. Wir sind hier in allerletzten Zügen, dass wir unser Haus hier fertig machen und dann haben wir unseren Hof eigentlich wirklich soweit abgeschlossen und haben das Gröbste stehen. Das heißt, wir gehen nochmal ins Menü, gehen auf Gerüst und arbeiten uns hier einmal gerade nach oben. Ich glaube, es reicht schon. Na gut, hier müssen wir auf jeden Fall auch nochmal eins hinstellen. Dann gehen wir auf Umbauen. Und Maschine erstmal hoch und machen jetzt die Dachrinne noch fertig. Huch, beinahe runtergefallen. So, ich glaube, damit haben wir das hier auch. Wo haben wir denn das Fallrohr? War das da hinten? Achso, ein Shit. Jetzt komme ich hier natürlich nicht wieder hoch, oder? Mal gucken. Nö, nicht wirklich. Also müssen wir von unten nochmal hoch. Ach, was ja jetzt auch mal gerade völlig banal war, ne? Denn wir haben hier noch eine Lücke hier oben drin. Da müssen wir jetzt gleich nochmal beigehen. Oder komme ich da von hier aus dran? Auf Reparieren. Wo war das? Da. Ja, genau. Da komme ich von hier aus dran. Sehr gut. Oh. Jawohl. Haupthaus repariert. 10.000 Sozialpunkte. Perfekt. Dann können wir hier nämlich jetzt die Dachrinne auch nochmal fertig machen. Und können jetzt dann wirklich einen Haken hintersetzen. Sehr schön. Zack, ja, nicht schlimm. Kriegen keinen Fallschaden. So. Ja, hier unten. Können wir auch nochmal bei. Das Fallrohr können wir hier auch nochmal gerade machen. So, dann haben wir jetzt wirklich die Grundfeste soweit stehen. Hat jetzt 2 Folgen gedauert, ne? Aber jetzt haben wir es auch. Das freut mich gerade wirklich. So, hier noch einmal einen kurzen Rundum-Check. Fallrohr, alles weitere passt auch. Ja, sehr schön, ich freue mich. Das sollten wir dann jetzt wirklich soweit haben. Kann ich hier nochmal was nachsetzen? Nein, kann ich nicht. Reicht auch. Ja, das eigentlich nochmal. Ach guck mal, das können wir sogar. Das habe ich beim letzten Mal nämlich auch nicht gemacht. Aber hier. Ne, aber zumindest die eine Stelle hier. Guck, das war mir beim ersten Austesten des Spiels nämlich komplett entgangen. Aber okay, auch hier wieder was dazugelernt. So, das Dach war so, wie es war, fertig, ne? Oder?
Nein, um Gottes Willen. Nein, wir haben das Dach noch nicht fertig. Zum Scheiß. Okay. Wir machen das Dach nochmal fix. Weil wenn, dann möchte ich es natürlich auch wirklich vollständig haben. Aber das haben wir jetzt echt in einem kurzen Zeitrahmen hier. Doof. So. Damit haben wir es dann auch wirklich jetzt abgeschlossen. Oh Gott sei Dank. Aber das gehört ja auch damit zu, ne? Dass man seinen Hof dann hier auch vernünftig in Schuss hat. Um dann später vielleicht spielen zu können. Umbauen können wir später sowieso noch. Das werden wir mit Sicherheit auch noch machen. Und wir können hier natürlich noch ein Maximum rausholen. Guck mal, weil das ist dann natürlich auch eine Menge Punkte an Sozialpunkten, die uns sonst jetzt flöten gegangen wären, wenn ich nicht nochmal geguckt hätte. Na, bist du? So. Den nochmal hinterher und dann haben wir es doch schon fast. So, ich glaube, der Schweizer Käse ist dann wirklich jetzt beseitigt. Ja klar, die Wand müssen wir hier noch machen, logisch. Aber das ist dann jetzt auch schnell erledigt. Hier noch einmal rüber. So, und jetzt... Sollten wir eigentlich hier doch einen Haken hinter machen können? Nein, haben wir nicht. Oder haben wir die Sozialpunkte hier für schon bekommen? Und das war gerade unabhängig davon. Ich bin mir gerade nicht sicher. Kann das sein? Kann das vielleicht sein? Hier nochmal gucken. Nee. Nee, dann war das... Ach, nee, ist nicht wahr. Guck mal, da fehlt noch was. Wie habe ich das denn jetzt übersehen? Ja, dann müssen wir noch einmal schnell hoch. Schon gewundert. So, da haben wir den Trigger. Jetzt haben wir es so. Bitteschön, bitte. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal ins Gerüst. Bauen hier. Warte nochmal ab. Achso. B-Taste, natürlich. Kann ja sonst auch nicht. Ja,
Wir können mal ein bisschen was essen. So, die Tomaten, die sind gut dabei. Wie sieht das hier aus? Das ist auch noch im Rahmen. Mehr Samen haben wir im Moment auch nicht. Ja, dann würde ich sagen. Select, ne? Select die zwei rechteckigen Dinger da auf der Tastatur, auf dem Controller. Und jetzt können wir hier die verschiedenen Dinger durchgehen hier. Hier sind unsere Fahrzeuge, die hier sind. Das mit dem Sternchen, das sind wir. Hier ist unser Auto, da unten steht es auch. Auto, alter Pickup, können wir direkt einsteigen. Hier wird uns jetzt, wenn es uns denn angezeigt wird. So, das Mähwerk wird uns hier noch angezeigt und das andere Ding. So, der Grubber, genau. Wird uns hier auch noch angezeigt. So, und wenn wir jetzt aber ja, B drücken, dann können wir hier verschiedene Dinger anzeigen lassen. Das sind zum Beispiel unsere beiden Felder, die wir haben, die wir auch noch abernten, sobald wir einen Mähdrescher haben. Dafür müssen wir aber erstmal eines an Sozialpunkten haben. Beim nächsten Klick darauf sehen wir hier einiges an Gebäuden. Ja, hier haben wir nochmal Gemischtwarenhändler, wo wir jetzt auch Sachen verkaufen können, Obst und Gemüse und sowas. Das sind Bushaltestellen, die können wir später als Schnellreise nutzen. Das heißt, wir können von Bushaltestelle zu Bushaltestelle über die Map rüber switchen. Dann haben wir hier oben mal eine Kirche, da können wir mit verschiedenen Leuten mal interagieren, Jobs annehmen, Tipps bekommen und sowas. Das sind die Tankstellen. Natürlich müssen die Fahrzeuge auch betankt werden. Da können wir ein bisschen Pause machen, Ort zum Entspannen. Da ist auch ein Spielplatz mit bei für die Kinder und sowas. Hier ist ein Bahnhof, da können wir auch nochmal handeln und nochmal Geschäfte abschließen und allen möglichen Kram. Ne, hier haben wir so viele Möglichkeiten. Hier haben wir noch einen Händler für Neufahrzeuge und sowas. Und letzten Endes den ganzen Kram verkaufen können wir eigentlich optimal an dieser Stelle. Das ist der Agrarmarkt. Gar nicht so weit weg, aus irgendwie 700-800 Meter von der Farm aus. Und da können wir unseren ganzen Kram später auch verkaufen, wenn wir das alles angebaut haben. So, jetzt können wir nochmal RB drücken und hier sehen wir jetzt unsere ganzen Questen. John, mit dem können wir anquatschen. Zur Kirche wird uns hier auch gerade angezeigt. Hier können wir ein Feld pflügen. Hilf Oliver. Wo haben wir den jetzt, Oliver? Achso, ja klar, hier leuchtet natürlich auf. Guten Morgen. Können wir jetzt mal den rechten Stick reindrücken. Können wir uns auch ein Sternchen setzen. Ne? Das können wir egal wo, wo uns dann auch die Position mit markieren können. Ich würde sagen, wir fahren erstmal zu innen. Das Dreieck wird uns eher vom Map angezeigt und steigen jetzt mal direkt in unser Fahrzeug an und jetzt dann auf den Weg. Gas geben, wenn wir mit RT bremsen, mit rückwärts mit LT und wenn wir den linken Stick reindrücken, dann haben wir einen Tempomat, der bringt uns sofort auf Maximalgeschwindigkeit. Das war später bei den landwirtschaftlichen Geräten von Vorteil, weil sonst kann es sein, dass wir mal ganz schnell zu schnell sind und dann wirklich Ernteverluste und sowas haben. Da kann das wirklich schon hilfreich sein. So muss man dann wirklich nur mit dem linken Stick ein bisschen durch die Gegend lenken und kann dann wirklich auf guten Dingen dahin. Oder ihr haltet einfach RT für Gas gedrückt, fertig und fahrt dann so manuell.
Ja, und da hängen wir schon bei unserem Zaun. Ach, komm schon, rein da. So, mit B steigen wir aus. Noch lieber. Nicht. Entschuldigung. Wie? Noch nicht. Du hast gesagt, ich soll kommen. Hey, hallo. Hallo, Oliver. Hey. Wir reden später. Nein, wir reden jetzt. Bleib stehen. Wir reden später. Hey, bleib stehen. Wir haben... Sag mal, was bist du für einer? Noch nicht. Entschuldigung. Soll ich einfach anfangen? Echt? Soll ich einfach starten? Ja, gut, dann starte ich mal einfach. Wir gehen erstmal außen rum. Gucken, ob zumindest die Wand und sowas okay ist. Das war... Wenn dann erstmal gerade den Außenbereich hier machen können. Ja, bevor wir dann nämlich aufs Dach hochgehen und dann wahrscheinlich auch nochmal rein müssen ins Gebäude. Das haben wir durch. Hier können wir auch nochmal dran. So, das ist auch durch. Jetzt können wir nochmal rüberlaufen. Nee, passt schon. Dann würde ich sagen, wir gucken mal rein. Hier sieht das auch gut aus, das heißt, wir können uns eigentlich erst direkt mal das Gerüst hinstellen. Na, komm schon. Muss auf die richtige Taste drücken. Und dann gehen wir gleich auf Reparieren. Starten wir mal gleich durch hier. Hier gerade noch einen. Ja, habe ich. Ja, da habe ich gerade noch einen Trigger gehabt, so eine Kacke. Schiede. Da bin ich doch gerade eben echt übers Loch rübergelaufen, oder wie? Dass ich jetzt reinfalle, läuft. Läuft ganz gut, ich merke das schon. Also, nochmal. Wir setzen nochmal an, ohne reinzufallen. So, andere Seite. Tun wir jetzt auch nochmal gucken. Da ist auch noch was zu machen. Ich habe mich gerade ehrlich gesagt schon wieder durchs Loch fallen sehen. So wie das halt bei alten Scheunen ist, da darf ich auch mal ein bisschen ziehen vom Dach her. Das ist, glaube ich, okay. Wenn da nicht alles hundertprozentig dicht ist. Nutzt sich halt nicht das Optimum, aber... Das wird schon so passen, so. Ein Bereich haben wir hier noch, dann haben wir das nämlich abgeschlossen und haben dann endlich unseren ersten Trecker. So, und trotzdem ist hier irgendwas noch nicht abgeschlossen. Ach, hier. Komplett dran vorbeigelaufen.
So, Scheune repariert. Dann wollen wir doch mal mit ihm sprechen. Sieht gut und solide aus. Danke. Bitteschön. Nun, ich habe nicht viel Geld, aber ich habe dir den alten Jack Bear dort drüben versprochen. Er gehört dir. Das sollte reichen, bis du dir einen neuen Traktor leisten kannst. Aber du kannst jetzt zumindest mit der Feldarbeit anfangen. Genau. Ja, mein Kapital ist ziemlich gering, aber Alter, ich glaube, ich brauche... Dräng mich nicht so. Du solltest mit den Menschen reden. Ich bin sicher, dass viele etwas Arbeit für dich haben. Du brauchst einen Pflug und vielleicht eine Sämaschine. Und ich habe bereits eine Ackerfräse auf deinem Hof gesehen. Viel Erfolg bei der Landwirtschaft. Dankeschön, Dankeschön. Ich werde mich umsehen. Danke. Junge, was bedrängt er mich denn so? Jo, und dann wollen wir doch mal... So. Ja, unser Auto steht hier, ist natürlich massiv überflüssig rum, ne? Ziemlich dumm. Das ist auch gar nicht so weit weg, ne? Runter vom Hof, rechts. Dann sind wir eigentlich schon fast da. Ja, das gleiche, wie ich das vorhin schon sagte, ab Tempomat. Oh, da kommen wir gar nicht raus. Da müssen wir hier erstmal aufmachen. Und das, wie gesagt, das ist das, was diesen ungeheuren Reiz für mich ausmacht. Ne? Wir sind hier echt... ganz am Anfang, sowas kriegen wir echt beim LS einfach nicht geboten, ne? Sowas kriegen wir einfach nicht hin. Um uns dann wirklich nach und nach wirklich hart hocharbeiten zu müssen. Dass wir uns erst jeden Scheißweg erarbeiten müssen, das ist im LS einfach viel zu einfach, ne? Obwohl es ja auch schön ist. Aber ich finde, hier macht es halt diesen ungeheuren Reiz aus. Vor allem dann mit dieser Kombination, da ist übrigens ein Wildschwein. Da weiß ich auch noch nicht, ob wir die später jagen können, müssen, sollen, keine Ahnung. Aber es macht hier natürlich den ungeheuren Reiz aus, dass man wirklich sich jeden Kram langsam hocharbeiten muss. Hier ist übrigens Fruchtzerstörung, die ist an. Die ist aber Standard an, die kann man auch nicht ausstellen. Und da muss man halt auch aufpassen, dass wir nicht über fremde Felder fahren, so wie man da mal kurz beim LS mal kurz abkürzen kann, wenn man denn möchte. Dann verlieren wir nämlich sofort unsere Sozialpunkte. Und das ist natürlich dann echt übel. So, dann können wir jetzt auf jeden Fall gleich mal unseren ersten Auftrag annehmen. Dazu gehen wir nochmal auf die Map. Switchen wir mal durch und so. Da haben wir auf jeden Fall schon mal unseren ersten Flug, den wir kriegen können. Und dann würde ich sagen, machen wir uns mal direkt dahin.
Was am Anfang immer ein bisschen umständlich ist, wenn du hier kein Navi hast, ne? So wie das anderswo dann auch angezeigt wird auf der Straße. Aber es ist gar nicht so schlimm. Ich finde, man ist in wirklich sehr kurzer Zeit dann auch wirklich auf dem Map hier mit drin und weiß dann einfach, wo er lang muss, dass so ein Sternchen dann wirklich irgendwo vom Map ausreicht, damit man weiß, nur welche Straße man muss, wo man abkürzen kann und so weiter. Das hat schon seinen Reiz. Ich finde das ganz toll gemacht. Zumal es wirklich sehr umfangreich ist, ne? Wir haben nicht nur die Landwirtschaft, wir haben nicht nur die Aufträge, wo wir dann Sachen reparieren müssen und dann als Belohnung wieder was für kriegen. Wir können auch angeln, wir können sonst den Kram, wir können uns auch komplett hier auf Gewächshäuser einstellen. Wir können, ja, wie gesagt, heiraten mit Kindern. Ich weiß auch noch nicht genau, wie es geht, aber da ist echt viel Potenzial nach oben. Da ist wirklich eine Menge Weg nach oben. So, hier müssen wir nah genug dran. Ich weiß nicht, ob ich ihn schon ansetzen kann. Oder ob wir erst mit ihr quatschen müssen? Nee, wir müssen erst mit ihr quatschen. Okay, dann machen wir das doch mal. Wenn wir es haben, dann drücken wir Steuerkreuz nach unten und dann haben wir schon mal angekoppelt. Schön, Sie zu sehen, mein Lieber. Würden Sie mir helfen? Aber natürlich, darum bin Was ich hier. Was kann ich für Sie tun, gnädige Frau? Mein Bruder ist geschäftlich unterwegs. Er sollte bereits vor einer Woche zurück sein, aber er ist immer noch eingespannt. Ich brauche jemanden, der meine Felder pflügt und kultiviert. Könnten Sie das bitte machen? Nutzen Sie den alten Pflug bei der Scheune dort. Sie können ihn behalten, wenn Sie fertig sind. Mein Bruder wollte sowieso einen neuen kaufen. Ich verspreche nichts, aber ich schaue, was ich tun kann. Aber natürlich. Ja, und damit haben wir dann auch unseren ersten Flug in Aussicht, um dann wirklich langsam nach und nach in die Vollen gehen zu können. Und das ist schon ziemlich cool. So, ankoppeln und da haben wir ihn schon. Ja, und dann starten wir hier mit dem Flug mal so langsam durch, ne? Für alle Leute vom Fach, ja, ich weiß. Ich fahre links rein und fahre rechts raus mit diesem Flug. Ist mir ehrlich gesagt aber vollkommen Wumpe. Ganz im Ernst. Das ist mir ehrlich gesagt vollkommen Wumpe. Ich fahre einfach so, wie es passt. Und kriege das Feld damit auch wirklich durch. Ne? Normalerweise ist es wirklich so, dass man vom Flug das Rad wirklich dann anpasst, wo man vorher schon war und dann links ins Feld reinfährt und rechts rausfährt. Das soll mich aber nicht stören. Wichtig ist das Resultat und das Resultat ist, liegt in das Feld irgendwie fertig, ne? Achso, ja. Da sind wir ein bisschen nebenher, das ist aber auch okay, passt schon. Ja, ich habe am Anfang den Fehler und war mir nicht sicher, ob es daran liegt, dass ich hier mal quer gefahren bin oder sowas, aber nein, liegt nicht daran. Wenn es mal irgendwo, ja genau, den hatte ich vorhin nämlich noch nicht abgeschlossen. Wenn es mal irgendwo dann hier nicht abgeschlossen wird mit der Quest, dann liegt es einfach wirklich daran, dass ihr ganz nach außen müsst und wirklich jeden Kram hier mitnehmen müsst. Dann habt ihr einfach zu wenig an Gesamtfläche gepflügt. Das Problem hatte ich nämlich auch und habe dann, wie gesagt,
einfach nicht rausgefunden, warum diese Quest nicht zu beenden war. Und es lag einfach daran, dass die Gesamtfläche halt einfach im Gesamten irgendwie, keine Ahnung, vielleicht 10 Meter fehlten oder sowas, ne? 10 Quadratmeter. Das war nicht viel, hat dann letzten Endes aber den kompletten Ausschlag gegeben. Nein. Nein, nein, zurück. So. Ja, und damit bedanke ich mich wieder, dass ihr dabei wart. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da, wenn noch nicht geschehen, gerne einen Kommentar. Freue ich mich drüber. Vielleicht auch irgendwelche Tipps, Tricks, keine Ahnung, die ich vielleicht noch nicht kenne. Ich bin nur jeden Kram dankbar. Und ja, wie wir das Feld dann zu Ende pflügen und hier unsere erste große, ja, es ist ja die zweite große. Zweite große Belohnung dann hier abkassieren, den Pflug, würde ich sagen, sehen wir in der nächsten Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid. Bis dahin und ciao.